bereit erklärt hast, uns ein Interview zu geben. Ich möchte dich vor allem zu einem Thema befragen, weil ich weiß, dass du die Spezialistin bist. Wie siehst du den Zusammenhang von Sprachenlernen und digitalen Lernen? Also Umgang mit digitalen Medien und Lernen und Sprachenlernen habe ich selber eigenen Leib einmal ganz, ganz intensiv erlebt, als ich selber mir eingebildet habe, ich will eine neue Sprache lernen, wie zum Beispiel Serbisch. Was ich mir angewöhnt habe, seit ich Sprache unterrichte, immer wieder mal eine neue Sprache anzufangen, um dieses Gefühl dazu zu bekommen, wenn man Sprache unterrichtet, wie es Anfängern geht. Weil das vergisst man sehr schnell, wenn man ewig die gleiche Fremdsprache unterrichtet. Ich habe dann begonnen, Serbisch zu lernen und habe eine ganz geniale Serbisch-Lernseite im Internet gefunden, wo ich nicht nur irgendwelche Übungen machen kann oder mir vorgefertigte Texte anhören kann, sondern wirklich mit Menschen in Kontakt treten kann, die mich korrigieren, die mit mir lernen, die mir Dinge erklären. Außerdem bin ich Lehrerin für Italienisch und habe sehr schnell eigentlich dann die Überzeugung gehabt, da ich sowieso immer wieder im Internet gearbeitet habe, so wie auch viele, viele meiner Kollegen oder meiner Schüler, dass es eigentlich absurd ist, dass ich Schulbücher verwende, wo doch nebenan Italien liegt mit, weiß ich, 70 Millionen Menschen, die alle Italienisch sprechen. Wozu brauche ich da überhaupt ein Schulbuch? Ich brauche nur diesen Schatz anzapfen. Das ist mir dann insofern gelungen, als ich eine Schule in Mittelitalien gefunden habe, wo Schüler Deutsch lernen. Und meine Schüler haben sich mit den Schülern dann, das war, ich glaube, 6 oder 7 Jahre lang, immer wieder in neuen Gruppen gefunden und haben sich gegenseitig die Sprache beigebracht. Völlig authentisch. In Präsenz oder natürlich auch über die digitalen Medien? Über die digitalen Medien. Mhm. Das heißt, entweder im Facebook oder in einem Live-Chat oder auf der Lernplattform versetzt. Sie haben gemeinsam Produkte gemacht, sie haben gemeinsam einen Blog erstellt, genauso dann auch etwas Hörbares, haben Videos aufgenommen, haben miteinander Aktivitäten unternommen. Und da es ja jetzt diesen europäischen Rahmen gibt für das Erlernen der Sprachen, war das vom Stoff her auch kein Problem, weil die Kollegin, die Deutsch unterrichtet, genauso wie ich, mit diesem Referenzrahmen gearbeitet haben und somit hat das immer in den Lehrplan gepasst und für die Schüler war das wesentlich motivierender, mit echten Menschen Sprachen zu lernen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das war dann halt für mich auch, wie soll ich sagen, eine Idee in unserem VoxMe-Projekt, Kinder auch zu vernetzen. Wir haben innerhalb des VoxMe-Projektes relativ bald Comenius-Projekte gehabt, wo dann Kinder mit anderen Ländern in Kontakt getreten sind, über ihre Sprachen, die sie selber mitbringen oder Sprachen, die sie in der Schule lernen und auch in Verbindung getreten sind mit Familienmitgliedern von ihren Ursprungsländern, Ursprungsländer ihrer Eltern, aber auch mit Familienmitgliedern von Familien, die sich über die ganze Welt verstreut haben. Und mit diesen digitalen Medien ist es einfach möglich, hier in Kontakt zu kommen. Und Sprache ist ganz, ganz wichtig. Also das ist ein Hindernis, das man nur überwinden kann, wenn man fremde Sprachen lernt. Genau. Stichwort VoxMe. Kannst du ganz kurz erklären, was VoxMe ist? Ja, es war ungefähr 4 Jahre her, wo ich mit meinem ELSA-Kollegen, das heißt E-Learning im Schulalltag, das war der Franz Riegler, der jetzt Direktor am Kepler-Gymnasium ist, darüber gesprochen haben, da auch er Sprachlehrer ist, dass man eigentlich Sprachenlernen und digitale Medien also als Projekt zusammenführen kann. Und es ist ihm dann gelungen, damals noch über das ÖSZ und das Unterrichtsministerium Leute zu überzeugen, dass wir ein Projekt brauchen, voneinander, miteinander Sprachen lernen. Und mit sehr viel Brainstorming bin ich dann auf diesen Ausdruck VoxMe gekommen und wir haben dieses Projekt so genannt. Und es wurde und wird immer noch vom Unterrichtsministerium gefördert. Das heißt, Schulen, die sich dafür interessieren, interkulturelles Lernen, Mehrsprachigkeit, sprachsensiblen Unterricht innerhalb eines Projektes auch sichtbar zu machen, werden VoxMe-Schulen, melden sich an in diesem VoxMe-Projekt, werden massiv betreut durch Fortbildung, durch gemeinsame Projekte, durch Treffen, durch Aktivitäten und es ist noch ein Projekt bis Ende des Jahres, sollte dann ein Netzwerk werden und wahrscheinlich auch viel mehr verwurzelt schon hier in Graz als in Wien. Naja, ist organisatorisch. Ja, ich wollte gerade sagen, es sind sehr viele Wiener Schulen schon dabei. Und wir sind jetzt auch so am Sprung in die Bundesländer. Also ich glaube,
Da werden noch viele hoffentlich dazukommen. Es werden sicher viele dazukommen. Ja. Ich habe gerade mit der Kollegin telefoniert heute, die mich auch in Wien oder uns in Wien unterstützt, die Ursula. Ich sage, wir müssen dann langsam überlegen, wenn uns diese Lawine überrollt, wie wir das organisieren können, dass wir niemanden ausschließen müssen aus dem Projekt, der gerne mitmachen will. Mhm. Wir haben Volksschulen, wir haben neue Mittelschulen, wir haben AHS-Unterstufe. Inzwischen interessieren sich auch Schulen schon mit älteren Kindern dafür, älteren Schülern. Mhm. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass das ein ganz tolles Zukunftsprojekt auch sein wird. Ja, und wir versuchen auch auf der Ebene pädagogische Hochschulen da Partner zu gewinnen, die dann die Betreuung vor Ort übernehmen können. Okay, danke dir fürs Gespräch, Erika. Gerne, danke.